Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Domekeeper, eine weitere Runde. Wir haben noch ein bisschen Punkte frei, mit denen wir ausbauen könnten, aber die spare ich mir gerade mal auf. Reparatur wäre eine Nummer, die muss ich dann später nicht machen und wir gucken mal, dass wir noch ein bisschen Ressourcen rausholen. Mit der Haftbombe, mit der ich am Anfang überhaupt nicht klargekommen bin und jetzt so semi. Aber wir geben ihr mal eine Richtung. Und? Ja. Kriegen wir das alles auf einmal getragen? Joa. Also das Artefakt macht einen dann grundsätzlich langsamer, aber anscheinend gilt es wie eine Ressource, oder? Vom Gewicht, habe ich das Gefühl. Aufzug oder Teleporter, bitte. 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 Gib mir den Teleporter oder den Aufzug. Ach, leck mich doch. Nee, dann nehme ich den Kondensator. Mann. Es lohnt sich wieder nicht nach unten zu gehen. Ach Mann, gib mir doch den Teleporter. Wobei, den Teleporter kann ich jetzt gar nicht mehr einbauen, ne? Der kann nicht mehr kommen. Jetzt verwerten sollen, wahrscheinlich. Aufzug könnte noch kommen, das würde noch gehen, aber Teleporter ist vorbei, weil der müsste ja oben sitzen mit seiner Abgabestelle. Ach. Das ist echt, im Moment läuft es nicht so. So. Schildstärke. Bin ich völlig dafür. Jetzt warte ich halt hier. Katze, was sagst du dazu? Läuft nicht so, ne? Hätten wir mal besser nachgedacht. Hätte Fahrradkette. So, jetzt komm. Schweine. So. Wieder ab nach unten. Das war gut. Wenn die immer nur so am Boden kommen, ist alles easy. Haben wir noch was verpasst? Ne, haben wir nicht, ne? Überleg halt, ob wir auf der linken Seite Hände spuddeln. Und auf der anderen Seite mit der Sprengung, weil das dauert einfach viel zu lang, bis der fertig ist. Hilft uns das eigentlich auch, wenn wir überladen sind? Das Fluggerät hier. Oh, sieht so aus. Ich glaube, der Hilfsleser, den brauchen wir. Den müssen wir bevorzugt ausbauen. Damit der uns unterstützt im Kampf. So, was haben wir denn? Wir haben die KI ausgebaut. Das haben wir schon gemacht. Dann haben wir die Feuerdauer. Schaden erhöhen und die Drehgeschwindigkeit. Wir können nichts davon machen, weil uns das Grüne fehlt. Haben wir noch einen eventuell hier ausgespuckt? Haben wir nicht. Nee. Oh, ich komme. Okay, dann in der nächsten Runde. Turbo wirkt ja immer noch. Der wirkt ja noch selbst noch nach, wenn der Kampf zu Ende ist. Das ist ja gut. So, wo waren wir denn hier? Waren wir hier? Da.
Ja, dann buddeln wir links, buddeln wir händisch, würde ich sagen. Und auf der rechten Seite nehmen wir die Bombe, wenn sie aktiv ist. Oh, habe ich gekrümmelt. So, komm mit. Du hast eine Aufgabe zu erledigen. Nee, lassen wir. So, warte mal. So, jetzt können wir dem Hilfslaser, warte mal, wir geben uns erstmal den besseren Bohrer, bevor ich das vergesse. Und dem Hilfslaser können wir auch noch einen Schub geben. Elektroschock oder Unverwundbarkeit? Ich habe ja das letzte Mal bin ich auf den Elektroschock gegangen. Ah, Reflexion. Ich wollte den Zusatzlaser verbessern, ne? Davon haben wir gesprochen. Also wir erhöhen den Schaden. Schwierig. Zu viel? Wie lange? 6 Stück? Ja, das ist einer zu viel. Ich glaube, das schaffen wir noch einmal, oder? Ich muss auch noch mal die Mitte ausloten. Ich weiß gar nicht mehr, wo die Mitte war. Ich glaube, hier, wo ich gerade fliege. Nee. So, 19. Hier hätten wir das Reparieren und die Struktur plus 300%. Das ist schon echt wichtig, meine ich, im Ausbau. Grüne haben wir, deswegen können wir das nicht ausbauen. Das fehlt uns. Hiebschaden höher oder was ist das andere? Langsam durch Hieb minus 30, Schwertgeschwindigkeit plus Hiebschaden plus Schwertbeweglichkeit. Am Ende gibt es Elektroschaden. Was ist denn am wichtigsten? Achso, wir werden dann immer langsamer von der Stoßgeschwindigkeit. Schneller Stoß und vergrößerte Pfeilspitze, das ist auch nicht schlecht. Oder immer ein Reflektor größer.
Stoßgeschwindigkeit plus 150, Rückholgeschwindigkeit plus 400. Stoßschaden erhöht. Da müssen wir aber Stoß nutzen. Ich gehe da drauf. Ob es die richtige Entscheidung ist. Werden wir dann sehen. Oh, komm her. So, wir fliegen jetzt mal senkrecht nach unten, damit wir die Mitte wieder haben. Was war denn das eben? Ruckelt die Zuppel. Und irgendwas Besonderes? Oh ja. In eine Tiefe, wo wir nicht mal mit unserem Bohrricht abgebaut kriegen. Na komm. Wow. Sag mal, stell dir mal vor, da hätten wir so einen Setzling draufgepackt. Auf so eine Stelle. Nee, das wird nichts. Weißt du, was wir machen, damit wir die Zeit benutzen? Legen die hier ab und holen die aus unten raus. Tja, wir brauchen wirklich irgendwas, was uns schneller fliegen lässt. Also, oder schneller transportieren lässt. Da können wir auch direkt drauf gehen. Müsste auch gehen, ne? Ah, da müssen wir. Ach, das war ja das gleiche wieder. Da müssen wir wieder so viel investieren. Bis das sinnvoll funktioniert. Boah, was eine hinkende Runde. Als hättest du die Hand auf den Rücken gebunden. Ein bisschen Geschwindigkeit hier reinbringen. Auf dem Rückweg die Bombe, das wäre cool. Leider nach oben. Nicht ohne mich anfangen. 12 mehr tragen. Probieren wir es mal mit Reflexion.
Ups. Okay. Reflexion ist gar nicht so schlecht. Wo ist denn? Die Bombe ist noch nicht fertig. Reflexion ist, also dieses Schild, was um das Schwert rum ist, ist gar nicht mal so verkehrt. So, warte mal. Da müssen wir hier rüber. Ah, da war immer noch der Turbo aktiv. Komm rüber! Komm. Leck mich, dass ich bin ja fast völlig kaputt. Fast völlig ganz kaputt. Warum hat er den nicht aufgenommen? Der braucht immer so ein bisschen zäher. So ein Scheiß. Ah ja. Kommen Sie mal mit. Mhm. Hier. Mhm. Flieg, meine Motte. Bring alles nach Hause. So. 682. Was können wir damit anstellen? Wir können unsere Kuppel stärken. Wir könnten unserem Laser... Die Abklingzeit ist gut. Bei der Explosion könnten wir die Zyklen, ne, haben wir nicht genügend. Können wir verkürzen.
So, nochmal einsteigen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.